Sie haben beim BDI in Anwesenheit von RWE und E.ON die Wahrheit zu Protokoll gegeben. Das jetzt als Protokollfehler ausgeben zu wollen, macht Sie doch noch viel mehr unglaubwürdig, als Sie vorher schon waren. Ihr angebliches Atommoratorium ist reine Wahlkampftaktik. Das haben Sie beim BDI klar zugegeben. Dabei brauchen wir heute doch nicht Wahlkampftaktik auf diese Herausforderungen des Atomunfalls in Japan, der übrigens beginnend Japan zur Deindustrialisierung bringt. Nicht erneuerbare Energien deindustrialisieren, sondern die Atomenergie. Das können Sie genau sehen in Japan. Nach dieser nuklearen Katastrophe in Japan sind doch zwei entscheidende Handlungen jetzt zwingend erforderlich. Zum einen müssen wir jetzt dem japanischen Volk in seiner großen Not nach Erdbeben, Tsunami und Atomunfall alle unseren möglichen Hilfen geben. Da sind auch große Defizite dieser Regierung. Zum anderen braucht unser Planet endlich einen völlig neuen Entwurf für die Energieversorgung dieser Erde, ohne Atomenergie und wegen Klimaschutz auch ohne fossile Energien. Diesen neuen Entwurf für die Energieversorgung der Welt, den gibt es bereits. Die renommierten kalifornischen Universitäten Stanford und Davis, die mit ihren Ausgründungen im Silicon Valley die dritte Industrierevolution der Welt ermöglicht haben, die haben jetzt einen Plan für die vierte Industrierevolution der Welt geschaffen. Sie sagen, die gesamte Weltenergieversorgung kann danach bis 2030 mit 100% erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das ist technologisch möglich, industriell machbar und hat ökonomisch große Vorteile. Doch statt nun auf die Beschleunigung hin zu erneuerbaren Energien zu setzen, wie Frau Merkel und Sie, Herr Brüderle, noch vollmundig letzte Woche erklärten, wurde diese Woche die Verkündung von neuen Maßnahmen abgesagt. Offensichtlich haben sich die Hardliner um Sie, Herr Brüderle und Herr Kauder und Herr Fuchs, die Verabschiedung eines Beschleunigungskonzeptes für erneuerbare Energien verhindert. So wie sie sich schon im ganzen Regierungshandel nur leere Versprechungen einer an die andere reiht. Statt Milliarden in erneuerbare Energien zu stecken, wie sie versprochen haben, wurden die Mittel für erneuerbare Energien im Haushalt 2011 gekürzt und die für Effizienz auch noch drauf dazu. Dies widerspricht doch völlig Ihren Worten. Immer noch hält die Kanzlerin und halten Sie am uralten kerntechnischen Regelwerk fest, ebenso am Atommanager Hennenhöfer als Leiter für die Atomaufsicht. Und alles spricht dafür, dass Sie nach der Wahl am kommenden Sonntag wieder einen Pro-Atomkurs fahren werden. Frau Merkel will sich heute auf dem EU-Gipfel für einen Stresstest der europäischen Atomkraftwerke einsetzen. Da muss sie Herrn Oettinger aber sagen, dass das nicht nach dem alten Euratom-Regelwerk gelingen kann. Dieses ist untauglich zur wirklichen Analyse der Atomgefahren, wie sie jetzt in Japan aufgetaucht sind. Wir brauchen hier auch eine Veränderung Euratom, am besten eine Abschaffung der Unterstützungsmodalitäten und stattdessen eine Einführung eines neuen EU-Vertrages für erneuerbare Energien Euronew. Das wäre die richtige Antwort, die Frau Merkel in Brüssel jetzt auch auf den Weg bringen müssen. Wir Grüne, wir haben doch längst gezeigt, wie eine Beschleunigung für den Ausbau der erneuerbaren Energien gelingen kann. Das ist nachzulesen im grünen Energiekonzept, in unseren heutigen Anträgen. Wir machen konkrete Vorschläge, wie dieses Land spätestens bis Ende der nächsten Wahlperiode vollständig aus der Atomenergie aussteigen kann. Mit dem unter Rot-Grün geschaffenen erfolgreichen erneuerbaren Energiengesetz haben wir bewiesen, dass wir gegen alle Widerstände aus Ihren Reihen von Union, von FDP und der Atomwirtschaft auch machtpolitisch dies durchsetzen können. Wir müssen den Ausbau der Windkraft, der Solarenergie, der Wasserkraft, der Bioenergien und der Erdwärme beschleunigen. Wir müssen den Kommunen mehr Energiehoheit geben. Wir müssen die Energieeinsparungspotenziale heben und Bürgerakzeptanz schaffen für den notwendigen Netz- und Speicherausbau. Die Hauptengstellen liegen übrigens, Herr Brüderle, im 110-KV-Netz. Dort
finden die Abschaltungen statt. Und für dessen Ausbau kann man sofort Erdkabel einsetzen. Doch die Deutsche Energieagentur und Sie, Herr Brüderle, sprechen fast nur vom Ausbau der großen 380 KV-Leitungen. Und auch das ist eine Mahnung auf die andere Seite, meine Damen und Herren von SPD und Linke. Neue Kohlekraftwerke sind für diesen Energieentwurf nicht notwendig. Wir müssen auch an den Klimaschutz denken. Aber Sie wollen nur die großen Leitungen bauen, um den Windstrom von Nord nach Süd zu bringen, statt dass Sie endlich Herrn Mappus auffordern, doch mal die Genehmigungsblockaden gegen Windenergie in Baden-Württemberg und Herrn Seehofer in Bayern abzuschaffen. Windstrom kann man auch mit neuen Windrädern in diese südlichen Bundesländer bringen. Meine Damen und Herren, Sie haben mit Ihrer Vergangenheit bewiesen, dass Sie keinen Blick nach vorne haben. Und da will ich Ihnen Albert Einstein noch einmal in Erinnerung rufen, der klar gesagt hat, die Denkweisen, die ein Problem verursacht haben, sind nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Und das, meine Damen und Herren, werden die Wählerinnen und Wähler am kommenden Sonntag auch erkennen. Sie sind mit Sicherheit in der Lage, die Konsequenzen zu ziehen. Und das heißt, die Atomparteien müssen abgewählt werden.